Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Hitman. Genau, wir sind jetzt hier zurück und ja, ich wollte euch nur eine kleine Ankündigung machen. Ach, scheiß auf Ankündigung. Wir probieren jetzt erstmal hier links zu machen. Ich wollte jetzt irgendwas Technisches sagen, aber ist vollkommen wurscht. Ah, hier schaut es interessant aus. Hier scheint der Typ irgendwas zu haben. Sekunde. Ich wechsle mal darauf. Called Russo. You know where it is. Big mansion up in Sapienza. Richest family on the coast. Come on, Dante, just do this for me. Those flowers have to be delivered today, and Mr. Russo is a loyal customer. If we lose his business, the boss will fire me for sure. Come on. Gelegenheit, okay. Today is the anniversary of Isabella Caruso's death. Silvio Caruso will be visiting her grave and has ordered a fresh bouquet of flowers. His visit would be a good time to catch him alone. Hm? That is, provided the flowers ever arrive. Das ist eine sehr gute Idee. Fine, ja, können wir fine, ihnen helfen irgendwie? Verkleiden Sie sich als Bote. Ach so, nee, wir sollten den umlegen. Umlegen. Ja gut, überwältigen. Musst aber aufpassen, dass der Bunker. Ja, umkleiden musste. Ja, ich werde den nur kurz. Like, ach nee, der Typ beim Rad lebt noch. Ich dachte, der hat den umgenietet. Okay. Gut, Sekunde. Verkleiden. Und dann mal schnell hier weg. Nicht umbringen. Aber wo soll ich den hinbringen? Kannst du mit dem Kostenwagen reingehen. Ah, nee. Wie? Dann musst du eh zurück. Ja, eh beseitigen. Ja, es tut mir sehr leid, aber. Vielleicht überlebt das. Wahrscheinlich nein, nicht. Nein, ins Auto musst. Ja, wir müssen jetzt hier das Ding holen. Die Blumen. Weiß. Ja, genau. So, Blumenstrauß. Gut. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, uns erkennt von den Villa-Angestellten wahrscheinlich keiner, oder? Mhm. Außer vielleicht der Butler, wenn wir schon mal was abgeliefert haben. Aber sonst, ich meine, wir sind ein fucking Bote, daran erinnert man sich doch nicht, oder? Mhm. Oder? Oder weißt du noch, wie der Postbote ausschaut, der vor 3 Tagen die Post gebracht hat? Nein, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ja, gut, das ist dann halt was anderes. So. Flower delivery for Silvio Caruso. Bitte lassen. Ja. Oh nein, Moment. Das ist schlecht. Moment. Ich weiß, wie wir das machen. Wir schauen hier erstmal, dass wir uns irgendwie. Moment, ich weiß jetzt gerade, was wir machen müssen. Ich bin so intelligent. Ich weiß, was wir tun können. Moment, bleib bei mir kurz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genau weiß, was abgehen kann. So. So. Hier jetzt knacken. Ich weiß schon, was ich tue. Keine ja, Sorge. Ja. Ich habe keine Sorge. So. Ist das? So. Wir haben jetzt die Karte, die brauche ich jetzt kurz. Das hinten eine kommt. Ja, genau. Und dann haben wir hier diese eine Sache gemacht, wo wir eine Pistole verstecken können. Ja. Und ich glaube, wir können das machen, damit wir dann. Naja, du weißt schon. Ja. Dass wir dann uns filzen lassen können und nachher Karte durchziehen, genau. Ich hoffe, hier ist gerade keine Sau. Oder auch kein Mensch. Sekunde. Will hier rein. Jetzt hier Objekt platzieren, die Pistole. Sonst haben wir ja nichts, ne? Sonst hoffe ich, dass wir nichts haben. Die Klavierseite, aber. Das, und ein Dietrich, aber das ist ja auch nichts, was irgendwie einen umbringen kann. Ich glaube, dass die Klavierseiten. Die Klavier. Ja, wobei. Huh! Huh! Wie hat die mich gerade nicht erkannt? Keine Ahnung, wir gehen raus. Goodbye. So, jetzt lassen wir es. Kann den nicht erkennen. Ah, ja, du hast dein letztes vom Bruder an. Stimmt. Speichern. Hier freier Speicherplatz. So. Falls die uns jetzt filzen und uns dann umnieten, dass wir dann wissen, dass wir es nicht filzen lassen sollen. Ja, da wären wir uns schon gewaltig. Ja, stimmt, aber ich meine, da werden 100 Wachen sein. So, hier. Ich lass mich filzen, gerne. Oh, bitte. You nervous? Oh, don't be, this is just a formality. Ich bin so versucht, auf Q zu drücken. So.
And you're good to go. Thanks a lot. So, danke schön. Been a month already, huh? Fuckers. Gut, reden Sie mit dem Butler des Anwesens. Machen wir doch gerne. Der Blumenstrauß schaut übrigens so ein bisschen aus, als wäre er schon verwelkt. Ja. Also nur so ein kleines bisschen, aber jetzt die Farbe. Aber sind nur die. Ja, die Klavierseite reicht. Ich meine, ja. Wir sind der Hitman. Wir könnten es auch mit den Fäusten machen. Wir könnten den auch richtig fisten, den Alten. Hi. So. Whatever. Moment. So. Wie geht's? Flowers for Mr. Caruso. Ah, excellent. You can leave them on Mrs. Caruso's grave in the garden. Come along, I'll show you the way. Wunderbar. Ja, und dann können wir ihn alleine erwischen, hoffentlich. Such a devoted son. Ich möchte ihn nicht überwältigen, irgendwie. Schauen wir es mal um. Ich bin nicht böse, oder so? Noch nicht. Gut, wo ist der Typ eigentlich? Keine Ahnung. Was macht das hier? Ist, glaube ich, nicht so intelligent. Das wird nur unnötig Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ah, da ist der Typ. Sehr gut. Wahrscheinlich gehen wir jetzt zu dem Grab, oder? Ja. Wahrscheinlich. Es wäre irgendwie wobei, vielleicht kann man es dann beim Grab verstecken. Dass man nicht langsam gehen kann, dass man da immer stehen bleiben muss. That is Silvio Caruso. Ich war gerade verwundert, weil er die Blumen weggesteckt hat. Der Gärtner erkennt uns auch nicht sehr gut. Das war meine einzige Sorge noch. Oh, wo ist das fucking Grab jetzt? Ist das das Grab? Das ist eine Statue, oder? So, down the stairs near the cliff. You can't miss it. I will inform Senor Caruso. Oh, sehr gut. No doubt. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, warten wir dann gleich auf den Typen. Und hauen ihn dann hier in den Häcksler, damit keiner die Leiche sieht. Clever. Cleverst. So. Good work, 47. This should keep Caruso distracted for a while. Gelegenheit genutzt. Und so, wir warten jetzt auf den und packen dann seine Leiche da rein. Sekunde. Ihr seid vielleicht Huren. Lass mich mal kurz speichern. Ich möchte nämlich was probieren. Es ist zwar wahrscheinlich eine dämliche Idee, aber... Lass mich mal Folgendes probieren. Beachtet nicht den komischen Lieferanten. Alter, man hört ihn fast gar nicht. Aber ihr habt eh die Untertitel, also ist immer. Beachtet mich gar nicht, ich bin nur geil, während ich hier auf der Klippe schaue. So, du Fixer. Stirb. So. In die Kisten, nicht in den Häcksler. Nein, den Häcksler, in den Häcksler. Na, das hängst du vielleicht. Schau mal. Down. Next up, Francesca. Was denn jetzt da? Das hängt ihr vielleicht. Da in die Kisten, ich meine. Ja, aber ich glaube, wenn... Da in die Kiste, ich weiß nicht... Ah, hier hinten, über die Klippe, über die Klippe. Über die Klippe, über die Klippe. Ich möchte nicht, dass die den finden. Und bye-bye. So. Gut. Damit hätten wir ein... Okay, ich speichere jetzt einfach zur Sicherheit mal. So. Dankeschön. Erstes Ziel neutralisiert. Und es sogar auf eine Weise, die legitim ist. Ja, ohne irgend... Ohne irgendwas als... Welcher Körper? Stimmt. Moment, welcher Körper? Der Typ unten oder? Oder der mit dem Ding, da musst du umziehen. Keine. Ja, ich drehe mich jetzt sowieso umziehen. Und zwar werde ich zu. Bist nein, du hier nein, alleine? Nein, nicht an von dir. Oh, fuck. Wer war das? Ja, nee, die erkennen mich hier.
Aus irgendeinem Grund. Moin, warum ist hier unbefugtes Betreten? Ah, da geht's zu den Ding. Nicht töten. Ach ja. Irgendwo verstecken. Da ist ja eine Kiste da hinten. Da hinten ist eine Kiste. Ja. Nicht genickt. Ja. Mike, what are you doing? Oh Gott, help! Please help me! Ha, nein, bleib stehen! Bleib stehen! You drop the body right now! Nice. Fuck you! I got you in my sights. I'm glad you taking him on. Okay, let's butch up. We gotta get out. Stirb! Ja, ich hab nicht zoomen können. Fuck! Wir haben einen Speicherpunkt. Stimmt. Hä? Hä? Heute? Da. Der. Stimmt. Wobei, nee, ich sollte ihn in den Häcksler tun. Ich probiere das nicht jetzt. Nicht den Häcksler. Doch, ich mach den jetzt in den Häcksler. Die finden ja mit der Kiste nicht. Warum sollen sie den in der Kiste nachschauen? Keine Ahnung, die haben den gerade gefunden, weil ja. Ich ihn runter... Da unten ist aber nichts. Da bin ich mir nicht sicher. Ich probiere das jetzt. Weil da schauen sie drüber und dann sehen sie. Ich probiere es jetzt mit dem Häcksler. Was soll Schlimmeres passieren, als dass wir nochmal laden müssen? Gar nichts. Ich jetzt nicht den Häcksler gemacht. Ich probiere es einfach. Sie erwischen die. Die können ihn aber, sobald ich damit durch bin, nicht mehr finden. Weil ich meine, gut, sie könnten das Blut im Häcksler finden, aber... That is Silvio Caruso. Ja, ich weiß. Das wissen wir schon. Wissen wir schon 100.000 Jahre. Du stirbst jetzt gleich in dem Häcksler. Und Ende. Beziehungsweise du stirbst durch die Klavierseite und dann hau ich dich in den Häcksler. Ich glaub, dass die sehen. Wir können sie ausprobieren. Ich kann ja speichern. Der macht ja einen Wirbel, aus dem Auge schmeißt. Ja, warum sollten die hinschauen? So, down the stairs near the cliff. Gut. You can't miss it. I will inform Signor Caruso. Kann ich den überhaupt benutzen? Ich hoffe es mal. Nein. Wobei, der hat den gesehen. Okay. Ja gut, dann ist... Oh, eine Sekunde. Schau mal kurz. Schau hinter. Ja, wollte ich gerade tun. Russo distracted for a while. Tun tatsächlich warten jetzt einmal. Da sind auch Typen. Ja, eben. Moment, hier ist aber irgendwo vorbei. Gehst weg, bitte. Ja, stimmt auch wieder. Gut, dann denke ich, die Kiste ist vielleicht wirklich der beste Ort. Vielleicht, wenn du die drin versteckst. Oder der Häcksler. So. Da kommen sie. Ich probiere einfach den fucking Häcksler. Sobald der seine Schergen wegschickt, speichere ich und probiere mal vor allem den Häcksler. Ja, da sind die alle. Die da hinten meinst du, die so unscharf sind gerade? Könnte sein. Ja, von mir aus. Gut. Speichern wir mal kurz. Speichern. So. Kannst du mal kurz, danke. Also. Das wird schnell sein, solange die nicht her schauen. Na, geh schon auf das Letzten. Jetzt. In die nicht in die Kiste, ich probiere den Häcksler. Was soll. Ich hab gerade gespeichert, also. Target down. Next up, Francesca DeSantis. Und Ende! Gartenarbeit, Herausforderung. Sehr gut. Gut, was soll ich jetzt tun? Ist die Frage. Nein, nicht das hier. Wo ist die andere Type? Hier, Francesca. Gut, probieren wir mal. Einfach zu der hingehen. Mal schauen, was die macht, wenn wir nichts Besonderes tun. Ja, da kannst du ja mal normal gehen, weil da ja, stimmt. Erwarten sie links, ja? Ja, ich weiß.
Nicht wieder durch dieses komische Hintertür, oder? Gut. Ich glaube, die ist irgendwie da oben oder so. Ja, auch wieder war hier. Vielleicht ist als Küchenpersonal gar nicht so blöd, aber ich möchte sie erstmal keinen überwältigen. Als der Butler, wobei kennt den Butler kennen alle, oder? Ja. So, die ist weiter oben. Das Gute ist, auf der Minimap sieht man alles, was man wissen muss, wenn man weiß, nach was man sucht. Oh, fuck. Huh. Das ist jetzt ungut. Ja. Okay, ich muss mich als irgendwer anderer verkleiden, als irgendwer, der hier wichtig ist. Ah, als du. Aber ich kann mir wahrscheinlich eine Frauenkleider anziehen, von daher... Was ist hier? Hier geht's runter. Ist zwar unbefugtes Betreten, aber... Als einer... verkleiden? Reinigungskraft! Der Hammer! Gut, dann schauen wir mal. Als solcher sollten uns nicht allzu viele... Und wir sollten vor allen Dingen überall Zutritt dadurch haben. Yeah. Hoffe ich. Mal schauen, wer uns erkennt. Gar keiner. Der Hammer. Ich hoffe, ich kann da jetzt hoch. Ich muss hier oben ja auch reinigen, oder? Schauen wir mal. Ja, schaut gut aus. Gut, da werde ich vielleicht nicht hoch können. Was ist hier? Einschalten, Treppenlift. Na. Nee, wahrscheinlich ist das nicht gut. Bitte sag, ich kann da rein. Ja. Sehr gut. So, wo ist die Alte? Meint sie, sie ist auf der anderen Seite? Hat jetzt die Ding gewechselt? Der hat die Seite gewechselt. Aber wir müssen eh weiter nach oben noch. Wie kommen wir überhaupt weiter nach oben? Ach, durch die Treppe, natürlich. Da nicht. Hier auch nicht. Hä, wo kommt man hier nach oben? Na. Aber vielleicht ist das hier ein Schlafzimmer und ich kann irgendwas... Dienstbotenglocke, nee. Okay, was ist das hier? Keine Ahnung. Gut. Boah. Keine Ahnung. Schau mich jetzt erstmal um. Warum gehst du nicht raus? Ja, weil der Typ da war, der mich fast erkannt hätte. Ich hab den fucking VIP. Das wird mein letzter Tag working as a bodyguard. So screwed. Ach, der ist der VIP der Dame. Oh, also der ist der Typ, der halt auf die aufpassen soll. Interessant. Sekunde, was kann ich hier machen? Der kennt ja, gell? Achso, weil der einer vom Reinigungspersonal ist. Can you believe it's been almost a year since the incident? Meint irgendein Vorfall? What exactly did happen that night? I remember waking up and Caruso was in the hall screaming that his mother's ghost was back to haunt him. Then they hauled him off to... Ah ja, das betrifft ihn und nicht sie. Das ist dann für ein Arsch. Wir müssen weiter nach oben. Wir müssen da entlang. Ich probier's mal. Vielleicht können wir eh hoch und ich bin einfach übervorsichtig. Wahrscheinlich sterben wir jetzt. Hey, how's it going? For your own good, turn around and go back where you came from. Ich lass mich doch filzen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts irgendwie aufgenommen. Was? Ich habe die Pistole nicht aufgenommen, oder? Nein. Good, you're clean and good to go. Yes, nice. Wunderbar. Gut, dass die alle zu dämlich sind, zu realisieren, dass man Menschen auch mit den Händen umbringen kann. Die ist da drinnen. Hey, you come here again and I'll mess you up. Was? If I see you again, you'll be very, very sorry. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Yeah, it's cute. You're a cleaner? There's no fucking way I'm letting you through here.
Please turn around and move away. Huh. Och nee. Hä? Identify yourself. My last day working as a bodyguard. Okay, ich bin gefickt. So screwed. Glaube ich. What the? Ich stehe einfach weiter. Ich war schon oben an deiner Stelle. Irgendwo hier. Genau. Was? Nein! Shit. What up, houseboy? Moment, vielleicht kann ich irgendwie doch noch. Nein! I need to do. Do not have clearance. Turn around now. Stand still! That's right. Keep those hands behind your head. Down on your knees. I said down. Oh, wenn ich hier die Waffe bekomme von dem. Komm. Nein! Arschloch. Okay, nee, das funktioniert so nicht. Das hier. Gut. Fuck. Also, bei ihr müssen wir noch eine bessere Strategie finden. Eindeutig. Aber wie wir das dann tun, wir haben ihn immerhin perfektestens ausgeschaltet. Was wir mit ihr machen, sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Hitman. Tschüss, Leute. Tschüss.